Im heutigen Video erkläre ich dir, wie du Immobilien komplett ohne Eigenkapital kaufen kannst. Dafür nehme ich einfach ein Musterbeispiel, eine Immobilie mal heran, mit den ganz normalen Zahlen, Kaufpreis, Kaufnebenkosten, Finanzierungshöhe und Eigenkapitalanteil, den die Bank haben will. Erst zeige ich es mal, wie es ganz normal ausschaut im Fall A, also wenn man ganz normal kauft, und dann zeige ich dir den Fall B, wie du genau das gleiche Objekt kaufen kannst mit anderen Randbedingungen, sodass du kein Geld von deiner Tasche brauchst. So, hier siehst du eine Musterimmobilie, jetzt einfach mal ein Beispiel. 100.000 Euro ist der Kaufpreis der Immobilie. Die Kaufnebenkosten betragen 10.000 Euro bei dem Beispiel. Das kann variieren, manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Je nachdem, ob Makler dabei, welches Bundesland und so weiter und so fort. Aber da wollen wir uns jetzt nicht drauf festnageln. Dann gehen wir einfach mal von 3% Zinsen aus auf den Fremdkapitalanteil. Die Banken zahlen in der Regel immer den Kaufpreis aus. Das heißt, 3.000 Euro, 3% davon sind die Zinsen. Bei 6.000 Euro Mieteinnahmen, klassischer 6%, was in Randlagen von B-Städten easy geht, also nicht easy, aber geht. Das ist normal ein guter, okay Deal, den man für den Bestand so nehmen kann. So in dem Beispiel, 10.000 Euro sind die Kaufnebenkosten, das braucht man halt einfach als Eigenkapital, damit die Bank dir die restlichen 100.000 gibt. Wenn du die 10.000 Euro nicht hast, ja, weil die Frage wird mir echt oft gestellt, wie kann ich denn ohne Eigenkapital Immobilien kaufen? Ja, das geht ganz einfach, denn du nimmst als Eigenkapital einfach OPM, Other People's Money. Das heißt, du fragst jemand, ob er dir die 10.000 Euro gibt. Zum Beispiel Mama, Papa, Oma, Onkel, Tante. Man sagt auch noch die drei Fs, ja. Friends, Fools and Family. Irgendjemand wirst du finden, der es dir gibt. So, dann gehen wir zum zweiten Teil der Kalkulation über. Dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, die Bank gibt mir 3% Zinsen für 100.000. Die 10.000 Euro leih ich mir irgendwo und zahle dafür 10% Zinsen. Also ob es wirklich 10% sind oder mehr oder weniger, sei dahingestellt jetzt erstmal. Es ist nur Beispiel, du kannst auch 8% oder vielleicht auch 5%, wenn es ein guter Bekannter ist, dann macht das vielleicht auch für 5%, weil es gibt immerhin Leute, für die ist 10.000 Euro nix. Ja, die geben das gerne und helfen gerne. So, dann gehen wir mal weiter bei der Kalkulation. 100.000 Euro Kaufpreis, 10.000 Euro Nebenkosten, 3% Zinsen auf die 100.000 sind 3.000 im Jahr, 10% Zinsen auf die 10.000 sind 1.000 im Jahr, das heißt, du zahlst in Summe 4.000 Euro Zinsen im Jahr an deine Geldgeber, einmal Bank und Privatinvestor, und hast aber 6.000 Einnahmen, unbeachtet der Tilgung natürlich. Es kommt auf die Tilgungskonstruktion an und so. In der Regel ist eine Tilgung noch mit dabei bei so einer Finanzierung, wenn du langfristig finanzierst, aber die Zinsen sind auch ein bisschen niedriger. Wenn du variabel finanzierst, sind die Zinsen höher und die Tilgung ist nicht da. Also deswegen ist ein Beispiel, ist eine variable Finanzierung, und so könnte das Ganze dann ausschauen. Jetzt kann ich aber auch verstehen, wenn du sagst, ich kenne zwar Leute, die haben das Geld, aber ich möchte nicht fragen, denn sonst sagen die hinterher, du hast es nur geschafft wegen mir, ich habe dir das gegeben, ich habe dir den Boost, bla bla bla. Also viele Leute, die ich auch kenne, haben persönliche Hemmungen, Freunde, Verwandte oder Fools, Friends, Fools oder Family eben zu fragen, ob sie eben die 10.000 Euro bekommen für den ersten Deal. Deswegen gibt es einen ganz, ganz einfachen anderen Trick, und zwar, wenn du eine saubere Schufa hast, bisschen Gehalt verdienst und so, alles, was natürlich auch wichtig ist für den ersten Immobilienkauf und für die Finanzierung von der Bank, dass die dir das Geld gibt, kannst du einfach einen frei verfügbaren Konsumentenkredit dir holen. Ich mache auch einen Link unter das Video von irgendeinem Konsumentenkredit, also kannst du ja vergleichen, welches der billigste ist. Da kriegst du easy für unter 10% frei verfügbares Kapital, das innerhalb von 72 Stunden auf dem Konto. Die Zinsen sind sehr hoch, sehr, sehr hoch, aber unter 10%. Und ist aber frei verfügbar. Ja. Dann kannst du einfach zum Beispiel, nimmst einen Kredit auf über 10.000 Euro oder 12.000 Euro, keine Ahnung, und nimmst das Geld halt nicht für irgendeinen Scheiß, wie es die meisten machen, die solche Kredite aufnehmen, sondern du nimmst das Geld halt, um deine Immobilie anzuzahlen. Fertig. Und wenn das ein Flip ist, hast du es gleich wieder rausgedreht, 6 bis 8 Wochen, wenn du schnell bist, und wenn du ein Bestandsobjekt hast, dann löst du halt quasi mit den Erträgen, die du nach und nach erzielst, die Finanzierung ab. Also die mit den hohen Zinsen, die Eigenkapitalfinanzierung, löst du ab und dann lässt du den Deal einfach durchlaufen, sobald das Eigenkapital quasi zurückgezahlt ist.
Das ist ein Hebel für dich, um den Hebel zu hebeln, dass du quasi noch früher anfangen kannst mit Immobilien. Weil Immobilien sind ein Hebelgeschäft. Du gibst ein bisschen Geld rein, die Bank gibt dir noch mehr rein. Das heißt, du hebelst dein geringes Kapital mit dem Geld der Bank und kaufst was ganz Großes. Und mit diesem Konzept, was ich dir eben präsentiert habe, kannst du den Hebel hebeln und quasi nochmal dein Eigenkapital hebeln. Also du hebelst das Eigenkapital und dann hebelst komplett den Hebel einfach. Und du brauchst selber eigentlich gar nichts einsetzen. Genau, das funktioniert. Ist sehr riskant, also nur mit Bedacht einsetzen, also ist nur ein Tipp und ein Hinweis, wie es geht. Ich mache das nicht so. Ich wollte nur mal den Rahmen des Möglichen offenlegen und habe dir jetzt gezeigt, was für Möglichkeiten hier am Immobilienmarkt bestehen, um auch mal ins nächste Level zu denken. Weil wenn man ganz, ganz große Deals macht und Portfolio-Transaktionen und noch größer, dann läuft es oft so, gerade auch bei Family Offices, dass die ganz viel Geld einsammeln von Privatinvestoren. Da geht es dann halt nicht um 10.000 Euro, sondern um Millionenbeträge teilweise. Und damit gehen die dann zur Bank und kaufen komplette große Deals ein. Ja? Also da sind wir alle noch weit davon entfernt. Also du vielleicht nicht, ich schon. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie es welche machen. Ist sehr riskant, nicht bootstrapped. Das heißt, es ist halt fremdes Geld, natürlich, aber grundsätzlich muss man auch erstmal jemanden dazu bekommen oder dazu bringen, dir das Geld zu geben. Deswegen ist es schon eine Leistung, wenn man auch solche Deals hinbekommt. Und hey, schreib mir doch mal in die Kommentare, ob dir diese Methode gefällt, was du davon hältst. Findest du es gut oder findest du es schlecht? Hast du es schon mal gemacht vielleicht? Also deine Erfahrungen würden mich da sehr interessieren, ob du diesen Hebel hebeln würdest oder eher nicht. Und ich habe auch gesehen, dass viele von euch gar nicht meinen Kanal abonniert haben, obwohl sie die Videos regelmäßig schauen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen. Es kostet euch nichts. Einfach kurz unter dem Video auf Subscribe klicken und meinen Kanal abonnieren. Das wird mir sehr helfen und trägt natürlich auch zu meiner Motivation bei, weitere interessante Themen aufzugreifen. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!